Hallo zusammen, Michi ist wieder heute Land wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Mount- bzw. Achievement Guide Video präsentieren. Und zwar geht's heute um hier dieses schicke Mammut, was ich gerade hier am Start habe. Da können wir uns auch einmal mal angucken, wo wir das herkriegen. Und zwar haben wir das Achievement einmal unter Kunden und dann Dracheninseln. Und hier haben wir den Erfolg Armee der Genährten. Und dafür müssen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Achievements abschließen. Und dann gibt es quasi hier dieses schicke Mount. Das Ganze spielt hier in der Zone Azublos Gebirge, beziehungsweise, um es genauer zu sagen, halt bei der Ruffraktion, und zwar Tuska von Iskara. Und da sind die meisten Achievements quasi von. Gut, dann würde ich sagen, zeige ich euch nochmal kurz, das Ganze ist auch Teil von einem weiteren Meta-Achievement, und zwar eine erweckte Welt, und da finden wir es unter Über die Inseln, und dann haben wir hier quasi Armee der Genährten drin. Das ist eines von vielen weiteren Achievements, wo es dann quasi auch ein Mount für gibt. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal in die kleinen Achievements rein. Bevor wir jetzt mit den Achievements loslegen, noch eine kleine Info am Rande. Das Ganze soll nur ein grober Überblick über die Erfolge sein. Wenn ihr mehr Details zu den einzelnen Erfolgen braucht, dann habe ich zu diesen allen schon ein extra Video jeweils gemacht, wo wir ein bisschen mehr ins Detail geht. Das Ganze werde ich euch verlinken, da könnt ihr reingucken. Aber gut, jetzt fangen wir wirklich mit den Achievements an. Das erste Achievement, was wir haben, ist Suppenaufseher. Und dafür müssen wir 100 Aufgaben beim gemeinsamen Festmahl in Iskara abschließen. Zufällig sind wir da schon. Und hier sehen wir einen Marker auf der Map. Und da seht ihr, wann das Festmahl beginnt. Bei mir jetzt in einer Sekunde. Und ja, wenn das Event beginnt, dann könnt ihr euch hier bei dem Suppentopf quasi rumstellen. Und ja, bei einem kleinen Event mitspielen. Und da müssen wir dann quasi Aufgaben abschließen. Es gibt auch eine Weekly Quest für, also die kann man theoretisch auch am besten gleich mitnehmen. Dann haben wir hier gemeinsame Angelplätze und dafür müssen wir den Zugang zu allen geheimen Fischschwärmen freischalten. Und zwar ist das Lavaplätze, dann Hochland und Eisplätze. Und ich meine, wenn ich mich jetzt da recht entsinne, dass man eine gewisse Ruhmstufe brauchte, um das freizuschalten. Zum Beispiel hier mal Lavafischen bei Ruhmstufe 15, ne? Und so weiter. Also, aber ihr müsst ja eh wieder die ganzen Fraktionen hier auf Max Ruhm kriegen für auch weitere Achievements. Also da könnt ihr das nebenbei mitnehmen. Dann haben wir hier, wir werden eine größere Harpune brauchen. Und dafür müssen wir 25 riesige Oschis bei den großen Fischsichtungen entdecken. Und diese großen Fischsichtungen, die seht ihr auf der Map. Und zwar sind, glaube ich, jede Woche zwei von diesen Angelloch-Geschichten am Start. Und da gibt es dann immer so einen, ja, so einen großen Pfosten. Und da könnt ihr so Muscheln reinschmeißen und diese Oschis dann damit anlocken und die Großen braucht ihr halt. Das könnt ihr auch in der Gruppe oder in einem Raid machen. Da gibt es quasi Gruppen, die schimpfen sich irgendwas mit Lunker quasi im Englischen. Und ja, mit denen könnt ihr die holen. Aber wie gesagt, ich habe da auch schon ein ausführlicheres Video zu gemacht. Dann haben wir hier noch Abenteurer des Azurblauen Gebirges. Und hier ist es so, dass wir dementsprechend einfach wieder Rares umklopfen müssen. Und dafür braucht ihr insgesamt 10 von, weiß nicht, das sind wahrscheinlich über 30 oder fast 40, die hier zur Auswahl stehen. Als nächstes haben wir dann hier Rache warm serviert und dafür müssen wir eine legendäre Suppe kochen und Biscuit oder Biscuitius oder wie der auch immer heißt, umhauen. Und ja, wie schafft ihr das? Ihr müsst quasi mit möglichst vielen Leuten hier bei dem Suppen-Event sein und sehr viele Aufgaben einfach erfüllen. Wenn ihr dann hier eine bessere Qualitätsstufe erreicht, ne, bis legendär geht's hoch, dann kommt quasi der Boss und den klopft um. Mehr ist es tatsächlich nicht. Dann haben wir hier von der Natur nehmen. Und dafür müssen wir 5 verschiedene Fischernetze an den Angellöchern der Tuska freischalten. Und hier ist es so, dass ihr bei den Angellöchern immer so ein Netz auswerfen könnt. Und das müsst ihr halt quasi erst einmal reparieren. Und soweit ich weiß, ist hier ein Angelloch, dann war, kann hier oben eins sein, ich meine, hier war nochmal eins in der Lava, ah, schau mal, das ist auch gerade ab, und in Taldrassus, meine ich, war hier oben nochmal eins, beziehungsweise hier kann, glaube ich, auch irgendwo noch ein Angelloch sein, und da hast du diese Netze, ne? Aber auch dafür habe ich schon einen ausführlicheren Guide erstellt. Dann haben wir noch in den blauen Bergen reisen wir, und dafür müssen wir jede Menge Sidequests abschließen. Und das ist hauptsächlich im Lager Antonidas, Iskara und drei Feller Unterblick. Und ja,
Die findet ihr auch, wie gesagt, mit All the Things ist da eine gute Option. Da kann man so Sidequests relativ gut ausfindig machen. Und das letzte Achievement, was wir haben, ist einmal Schätze des Azurblauen Gebirges. Und hier haben wir insgesamt 6 Schätze, die ihr hier sammeln müsst. Dafür kann ich euch auch mein Video empfehlen. Da bin ich quasi alle einmal abgeflogen. Beziehungsweise ihr könnt euch natürlich auch wieder Handynotes holen. Die zeigt, das Addon zeigt das auch relativ schön an. Damit sind wir dann durch mit dem kleinen Achievement bzw. Mount Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.